Zurück im Pongau. Wäre wildes Knutschen olympische Disziplin, bekämen Erne und Günther garantiert die Goldmedaille. Darf man stören? Darf ich dazu setzen oder stehe ich euch da? Wie geht's euch? Blendend, Andi. Ich weiß nicht, wie es Günther geht, aber mir geht's blendend. Erwidest du das Ganze? Ich glaube, ich hab schon erwidert. Ich brauch's nicht mehr erwidern, weil es läuft schon von Anfang an sehr gut für mich. Okay. Und ich hoffe auch für Sie. Ja, aber keiner. Genau das. Ja, aber keiner? Ja, aber ist keiner. Ist es so, wie? So, kann man das so schnell sagen? Für mich, ja. Ich bin eine sehr resolute Frau und sage entweder der oder keiner. Was hat der Günther, was andere nicht haben? Die gewisse Ausstrahlung, die gewisse Sympathie und er ist ein romantischer Kerl. Habe ich gestern kennengelernt. Romantik pur. Und genau auf sowas stehe ich. Wer hätte das gedacht? Macht's weiter, wo ihr vorher aufgehört habt. Wir genießen es. So, aber ich gebe mit der Kamera weg. Ja. Nach ein bisschen Starthilfe sieht es auch bei Markus und Melanie vielversprechend aus. Ihr seid aber auf jeden Fall auf einem guten Weg, oder? Von dir auch? Ja. Schauen wir mal, wenn sich das zusammenreißt, dann. Also, wenn er das nächste Mal das Kochen anfängt und ich nicht wieder Pizza backen muss, dann kann man mal darüber reden. Ja, und ihn bitte auf den Putzen muss. Ja, klar. Das ist super. Passt. Aber ich bin auf jeden Fall guter Dinge. Also, man sieht, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man über seinen eigenen Schatten springt. Euch sehr viel Glück, alles Gute, toi, toi. Ciao, wa? Danke, ciao, danke. Heiß, heißer Pongau. Diesen Burschen macht in Sachen Flirten, Leidenschaft und Liebe keiner was vor. Neben Günther und Ernie brennt Markus Herz für Melanie. Bei Georg und Isabella ist der Funke übergesprungen und Manuela folgt Kaspers Spur der Liebe. Hier in Pongau war das Experiment Talsuchtfrau erfolgreich. Immerhin, 3 von 5 Männern haben ihr Glück gefunden. Und ganz ehrlich, ich bin schon ein bisschen stolz auf sie. Alles Gute, Männer. Im Hausruckviertel verliebt es sich nicht ganz so leicht. Hier ist der Zeitpunkt für die allerletzte Chance gekommen. Das denkt sich auch Danielle. Sie möchte von Robert wissen, warum er sie nicht zum Date eingeladen hat. Vielleicht kann er sich ja nun etwas mit ihr vorstellen. Genügend Körbe hat er ja kassiert. Ich wollte dich kennenlernen am Freitag. Aber wir haben nur kurz geredet, weil ich dich sympathisch gefunden habe. Gell? So was hast du gar nicht mitgekriegt. Da waren so du jetzt nicht mein Altersklasse bist. Ja, aber das Alte spielt ja mit dem keine Rolle. Nein, das nicht. Aber. Hast du was anderes vorgestellt, ist klar. Aber trotzdem, Prost. Schön, dass wir uns kennengelernt haben trotzdem. Gell? Die Danielle habe ich am ersten Tag schon kennengelernt. Sie ist 40 Jahre alt. Beruflich relativ stressig unterwegs. Ich bin in Wien daheim, konnte mir nicht vorstellen, weil ich mit so einer Frau eine Beziehung anfangen. Nach diesem Ego-Push ist Robert bereit für einen neuen Annäherungsversuch bei Tierpsychologin Sarah. Und wie ist der gegangen? Ja, gut. Danke. Gut. Passt. Bei dir? Ja, ist nicht so gut gelaufen. Auch weh? Die Anja hat Martin geklappt. Die haben eine Seele geworden. Die haben voll verknallt. Ja. Und die Bianca haben eine gute Freund geblieben. Also hast du da jetzt von der Bianca her mehr erwartet? Eigentlich von der Anja. Ja. Aber das hat der Martin sehr gut gemacht. Okay. Und wie ist dir gegangen? Ja, ich war mit dem Hugo unterwegs gestern. War aufregend, weil wir haben viel das gemacht. Das glaube ich. Hugo halt, ne? Im Endeffekt. Zu viel Aufregung. Zu viel Aufregung? Weil er doch sehr hyperaktiv ist. Irrsinnig nett, wirklich lieb, sehr sympathisch. Aber immer auf 180, also immer Vollgas. Immer ausreden, gell? Das ist das. Das ist nicht so dein Feuer. Nein, ich mag das schon, das Auftraten, und ich mag das zu ruhige auch überhaupt nicht. Aber es hat alles seine Grenzen, sagen wir so. Ach Robert, Sarah merkt noch nicht einmal, dass das ein Flirtversuch war. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er mich anflirten wollte, nein. Also ich glaube, er wollte einfach nur mal reden, erzählen, wie seine Dates waren, dass er jemanden hat, mit dem er drüber reden kann. Und da hat das schon gepasst.
gerade erst kennengelernt und im Rekordtempo verliebt, müssen sich Anja und Martin schon wieder voneinander trennen, denn Anjas Arbeit ruft. Aber auch eine gemeinsame Zukunft. Hard to take courage in a world full of people. You can be sad of it all in darkness all inside. Ich hab mich viel gefreut, dass ich dich kennengelernt habe. Ja, immer. Komm gut warm, gell? Vorsichtig gefahren. And I see your true. Ich bin jetzt ein bisschen traurig, weil es jetzt nach Hause fährt. Aber ich kann es gut verstehen, weil ich muss morgen arbeiten und muss noch so weit fahren. Ein bisschen Wehmut ist dabei, weil ich ihn halt gern habe. Das gemacht haben wir eben, dass wir uns in 14 Tagen sehen, dass er zu mir kommt und dass ich ihn ein bisschen Klangfurt zeige und meine Tochter dann auch. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ja, kein gut warm, gell? And you've taken all you can bear. Just call me up, because you know I'll be there. It's got to be perfect. It's got to be. Lieber FBI Club, zum Wohle. Jawohl, Andi. Geht's euch gut? Oh ja. Ja, sehr gut. Passt. Der FBI Club zu dritt jetzt eigentlich nur, nicht zu viert, das, was du dir wünscht hast. Ja, bist das stimmt. Es hat bei mir mit Bianca nicht so hingehauen, aber es ist für einen Martin sehr gut ausgegangen, was mich auch für ihn gefreut. Also das Wichtigste ist, dass zwischen euch zwei kein Keil getrieben wurde. Ne? Nein. Gut, Burschen, dann auf euch. Okay. Auf euch, zum Wohle. Prost. Bleibt so, wie ihr seid, gell? Und dir alles Gute auch, gell? Deiner neuen Flamme. Ja, danke. Und es wird schon. Wird schon werden, gell? Es wird, ja. Nicht verzagen. Na, ciao, zum Wohle. Servus. So sind's die Burschen aus dem Hausruckviertel. Sie gönnen einander die Erfolge. Reinhard setzt seinen Erfolg jedoch gerade aufs Spiel. Team Yoga versteht sich wohl etwas zu gut. Das schmeckt Astrid gar nicht. Da sind wohl doch mehr Gefühle im Spiel, als sie sich bisher eingestehen wollte. Hallo, grüß dich. Hallo, Astrid. Hi. Hallo. Alles klar? Ja. Ja? Ist klar, wieder ja. Fit? Bin fit, ja. Ja, sehr gut. Genau, ja. Hallo, grüß euch. Hallo. Hallo, hi. Ja, ich unterhalte euch eh schon gut. Trinken habt ihr auch was, gell? Ja. Und bis später. Tschüss. Ja, Astrid. Unternehmen wir wieder mal was? Ja, gern. Ja, war das eher so, wenn ich, dass ich zu dir mal komme, war das lieber, dass man uns in Bad Gastein einmal trifft? Können wir gerne mal machen. Oder müsst ihr mal nach Schollerbach kommen? Schollerbach war auch super, ja? In die Euro-Therme. Also, wir bleiben so und so in Verbindung. Genau, ja. Da können wir uns ja ausmachen, weil also wir so haben auch eine Therme. Also, ein Wellness-Tag. Ja, ich würde sagen, wir stoßen noch mal. Auf das nette Wochenende. Okay. Vielen Dank für euch. Okay. Wir sehen uns. Okay. Bussel auf die Wange, das hat die Astrid akzeptiert. Bin eigentlich zufrieden. Ja, soweit ist für jetzt einmal. Und vielleicht werden wir noch mehr Küsse in so stattfinden. Und? Hat schon Busse gegeben? Ja, hat schon gegeben. Hat es funktioniert? Das hat funktioniert, ja. Sehr gut. Ihr werdet euch wieder treffen? Ja. Sehr schön, freut mich. Dann brav und weitermachen. Ja, danke, Andrea. So, schönen Abend, okay, ciao. Servus. Tschüss. Leider bleiben manche Burschen ungeküsst. Andi hat Tinas Abfuhr noch nicht verdaut. Eben noch der Herzkönig, nun ohne Begleitung auf der Party. Andi, servus. Servus, hey. Servus, servus. Servus. Servus, Christi. Hallo, mein Lieber. Hallo, servus. Kurz Zeit für ein Gespräch. Ja, wie geht's dir? Fünf Herzen vergeben, keine einzige Frau jetzt im Endeffekt geblieben. Was war los? Ich war halt einfach nicht so, wie ich halt normal bin. Du warst nicht normal, oder was meinst du damit? Du warst nicht normal von der Kamera. Ich bin zwar leicht schüchtern, aber halt nur leicht. Und das hat sich dann bei der Tina ausgemacht im Endeffekt. Ich brauche mir jetzt um dich keine Sorgen machen, oder? Nein, um mir brauchst du keine Sorgen machen. Sehr gut. Andi, danke dir vielmals, gell? Alles Gute und berichte mir, wenn es dann geklappt hat. Auch wenn es nächstes Jahr ist, gell? Ja, sowieso. Passt. Schönen Abend noch. Ciao. Ja, ebenfalls. Tschüss. Ciao. Ciao, Burschen.
Ciao, servus, für euch. Ernst und Daniela geht es in Sachen Liebe besser. Der Abend neigt sich zwar dem Ende entgegen, die Romanze aber zum Glück noch lange nicht. Ich freue mich, dass du gekommen bist und dass wir sie wieder sehen. Ja. Haben wir sie eben gerade zum Tag gesehen, aber ja, bist mir schon recht angegangen jetzt. What can I do to make you love me? Oh nein, ihr könnt zu Hause. Ihr seid so süß. Ihr sitzt mit ihr abseits, ne? Nur durchzwühlt. Ja, habt ihr ein bisschen roh für euch hier, ne? Ja, eben. Ihr seht so süß aus, ich freue mich so. Zwischen den Beinen küsst, das merkt man wirklich. Neue zwei? Ihr zwei Turteltäubchen, ne? Wie geht's euch? Möchtest du jetzt wissen, gell? Naja, klar, deswegen bin ich ja da, ne? Also ihr lacht beide, schon mal ein gutes Zeichen, ne, würde man sagen. Wie hast du ihr Herz gewonnen? Wie glaubst du? Das war schwierig. Das vielleicht einfach, weil ich natürlich war. Vielleicht war es das, ich keine Ahnung. Und bei welcher Szene hat er dein Herz erobert? Gab es irgendwie so eine Szene? Ding, 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 ding. Boah, sicher. Hey. Das habe ich nämlich eingetroffen. Also, was sicher noch nie jemand für mich gemacht hat, ist in einem geschlossenen Raum ohne offenen Kamin ein Lagerfeuer zu haben. Also ein offenes Feuer zusammenbringen. Und das hat dich so beeindruckt, dass du gesagt hast, der Mann, der wird was, der ist was, der kann was. Mal was anderes. Ja, ist okay. Ist ja durchaus okay. Im oberösterreichischen Hausruckviertel sind sich Daniela und Ernst über die weitere Planung bereits einig. Gibt es schon irgendwie einen Termin für ein weiteres Treffen? Nächstes Wochenende. Samstag oder Sonntag. Kommst du da? Sind ja gerade 34 Kilometer. Naja, ist ja okay. Ist einfach super. Ein Katzensprung sozusagen. Das heißt, ja, ihr habt euch gefunden. Das freut mich sehr. Super, bringt super was. Sache. Ja. Cool, dann alles Gute euch beiden auf jeden Fall. Danke dir. Dankeschön. Und bei der Hochzeit sagst du Bescheid, gell? Taufpate wirst du? Taufpate will ich, genau. Ja, also Bub wird es an mir benannt, super, hervorragend. Okay. Ja, passt, weil der Papa heißt also. Okay. Gut. Mein Papa. Ja. Ich hab schon verstanden, weil sonst wollte ich sagen, weil ich vorstellen, es ist nicht Andreas, es ist der Ernst. Okay. Schönen Abend auf jeden Fall noch. Tschüss. Könnte man falsch verstehen. Na also, Ernst und Daniela haben definitiv Schmetterlinge im Bauch. Schlussendlich schlägt auch Astrids Herz für Reinhard. Und Martins Anja musste zwar schon abreisen, aber sein Kumpel Robert steht ihm unerschütterlich zur Seite. Die letzten zwei Tage haben super gelaufen für mich. Ich war begeistert. Und ja, war eine super Aktion. Kränkt mich nicht, dass ich mitmache. Am Ende von dem ganzen Experiment oder Abenteuer bin ich wehmütig, weil es schon vorbei ist. Manchmal stellenweise auch ein bisschen froh, aber das, was ich erreichen wollte, habe ich erreicht. Und ich freue mich jetzt einfach auf den Rest. Die Mission in Oberösterreich ist erfüllt. Ich finde, ganz ehrlich, es ist gut gelaufen und den Rest, den müssen die Burschen selber machen. Thank you.
warte mal. Ich trinke in der Zwischenzeit ein Getränk aus. Ah! Ah, Anne!